So, hallihallo, hallöchen, liebe Freunde der Sonne und der schönen Let's Play Kultur. Jetzt geht es weiter mit Deponia. Da habe ich mich schon ganz besonders drauf gefreut, die ganze Zeit. Und ja, ich denke mal, legen wir gleich einmal los, bevor ich da wieder mal in Sabbeln und Schwadronieren gerate. Blub, blub, gehen wir da mal hinunter. Der Postmaxe, der freut sich da sowieso noch ein. Rufus? Puffi? Ah, da. Da. Okay, wir haben in der letzten Folge, Aufnahme etc. in dieser ganz groß angelegten Let's Say Sorry Aufnahme wegen dem einmal, wo meine Audiospur komplett gefehlt hat. Naja, wie gesagt, da haben wir schon einiges geschafft und wir haben uns mit Cletus in Verbindung gesetzt, dem Verlobeten von der süßen Goal. Bis morgen Abend irgendwo an die Aufstiegsstation oder... Huch, alles ausgestorben? Okay, naja, egal. Bringen müssen. So, jetzt überprüfe ich nochmal ganz kurz unseren Itemhaushalt. Luftballons, Zahnarztbohrer, Narkotikum, Handschweißgerät, Dietrich, Wünschelrute, Wartenummer, Espresso, Trichter und eine Postkratzen-Katzersatz-Miau. So, wir haben, jetzt bin ich schon ganz wieder aus der Reihe, wenn ich einfach mal ungeplant aufnehme sozusagen, machen wir mal einen kleinen Besuch bei Wenzelchen. Die Gasse, halt schauen wir erstmal in die Gasse, ob es da noch was gibt. Notfallstation, ne? Gülchen noch da flackt. Gülchen ist weg. Wie scheint. Ja, du uralte Lakentrick, das kann man schon. Und wusch. Aber wo ist Goal? Was zum. Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, sieh an! Hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, ja. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh, oh. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank. Gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Sowas. Erst sperrt uns der
alte Zombie-Shield hier in die Zelle ein und dann kommt und dann schickt er sie auch noch weiter zu Gold direkt. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Stimmt, da hat er recht. So, können wir den Scheiß jetzt hier Nummer 1 sagen? Nein. Wie kommen wir jetzt hier aus der Zelle wieder raus? Kein Gitter der Welt. Ja, als wir geblinzelt haben. Können wir jetzt mit Gizmo reden? Hey, hallo! Was ist denn? Lassen Sie mich raus! Ich bin nicht rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Skull vor dem Organon retten. Ich habe nichts getan. Die Zelle ist eine Zumutung. Ich werde mich bessern. Mir rennt die Zeit davon. Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Ich habe doch nichts getan. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Das waren die Aussagen eines Papageis. Was soll ich machen, Gizmo? Lass mich raus. Die Zelle ist eine Zumutung. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Einen Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung. Aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Ja! Gizmo, ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Ach, Mann. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Ja, ist in Ordnung. Können wir nicht den Dietrich hier irgendwie wieder aufheben oder sowas? Wir müssen hey! Wohl... Hallo! Was ist denn? Ja, Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus! Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Ach. Feuer! Netter Versuch, Bursche. Aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Medizinischer Notfall. Ich habe hier einen Spinner, der hält mich gefangen. Medizinischer Notfall. Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Ich habe nicht gesagt, dass der Vorfall bei mir ist. Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Plörre und Kaktusbrot und jetzt neu mit Stacheln. Lassen Sie mich raus! Rauslass? Warum zum Kind? Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Mach nichts. Dann stört. Hey, Gizmo. Hallo. Was ist denn? Mach nichts. Dann stört. Haben wir noch irgendwas? Können wir
können wir... Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Na... mag der Herr Inspektor ein Tässchen Espresso? Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. So ein... ja... Narkotikum. Magst du ein Schlückchen, Gizmo? Gizmo hat meine Philosophie... Und dabei geht... auch nicht. Lalalalalala. Du bist eine Wartenummer. Gizmo hat meine... Nein. Können wir die Wünschelrute benutzen? Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Boah. Was? Baum? Katze? Baum? Katze? Baum? Katze? Baum? Feuerwehrmann? Bling, bling. Geht das? Ja. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch Alarm! So. Brandmeister Gizmo aktiviert. Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Der Gesichtsausdruck, ehrlich. Das ist so cool gemacht. So, endlich, wir sind ausgebrochen, Leutchen. Puh. So, wie nun weiter? Genau, direkt zu Wenzel befreien wir Goal aus den Körnern. Ich hoffe, das hat sie mir jetzt gerade nicht verhackstückt. Aus den fiesen Fingern des Organons befreien wir die lieblich anmutende Goal Wenzels Haus. Goal Wenzels Haus. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an. Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und... was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Wenzel im Zuspruch-Bademantel und mit Cognac-Schwenker und Toni nackert unter der Dusche. Alles klar. Ach, meine Augen! Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Boah, wie gemein. Und so kam mit der Fluppe im Maul. Das ist geil. Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... vor allem Überraschungsbesuch. Schrank?
Goal. Schrank, Schränkchen, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Oh, oh. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh, oh. Jetzt aber schnell. Können wir Türe zuschalten? Das dauert zu lange. Wünschelrute. Einklemmen. Puh, geschafft. Boah. Was? Gab es sich, dass er superlässig das auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am Subadenhieb-Adequat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Übrigens schön gesungen, Herr Poki. Ja, ich habe mich mal weitergebildet. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Oh. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's! Oh, na toll.